Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Donkey Kong Country Returns mit Bananen, habe ich im letzten Part nicht gesagt. 3-6 Wackeltempel. Müssen wir natürlich wieder auch 100% spielen, also, naja, was heißt 100%, wenn man das mit Spiel auf Zeit nicht mitzählt und halt rückwärts diesen Rückwärtsmodus, den man dann freischaltet, ich nenne es einfach 100%. Das andere haben manche auch immer gerne 200% genannt. Bei Donkey Kong Country 1 gab es ja 101%, bei Donkey Kong Country 2 gab es ja 102%, bei Donkey Kong Country 3 103% und hier gab es dann halt quasi 200%. Das gab es bei Tropical Freeze auch, da sehe ich ein Puzzleteil. Es gibt insgesamt hier nur 5, aber wir brauchen einen Rambi. Ich hoffe mal, ich werde Rambi jetzt hier gleich irgendwo antreffen. Ich habe aber keinen Plan. Ist das hier ein Shortcut oder gibt er uns ein Puzzleteil? Er gibt uns ein Puzzleteil, okay. Das ist schon mal in Ordnung. Das ist nur ein Frosch. Da ist der Gegner plötzlich wieder da. Da mussten wir ein bisschen... Musste ich ein bisschen aufpassen. Ach so, ja, okay. Okay. Klar, wie man da rüberkommen soll, ist sehr logisch. Da ist der Rambi. Ach so, okay. Ach so, hier. Okay, da haben wir schon mal das K. Mal gucken, ob hier irgendwo was ist. Immer die Augen offen halten. Aber ich glaube, hier war nichts. Außer halt hier hinten das Puzzleteil. Okay, können wir wieder nach vorne speeden. Das Geile ist auch, dass Rambi so ein paar Millisekunden in der Luft fliegen kann halt. Wie ihr das ja auch gerade gesehen habt. Da war natürlich auch nichts, okay. Wahrscheinlich müssen wir das nur mit Rambi zerstören, um immer weiterzukommen. Also mal wieder ein Rambi-Level nach längerer Zeit hier. Oh, der muss jetzt auch noch durch Feuerreifen springen. Stimmt, daran kann ich mich erinnern. Das war immer lustig. Ich habe Diddy verloren. Das finde ich jetzt nicht so geil. Oh, fuck. Ja gut, so schnell könnte ich jetzt nicht reagieren. Aber wir brauchen ja nur noch das K einzusammeln. Was heißt nur? Was heißt denn hier nur? Gib mir ein bisschen Leben. Nee, gib dir mir nicht. Dieser Böse gibt mir kein Leben. Du hast doch schon eins, Yabi. Müssen wir für das Kart mal zurückgehen? Ja, okay. Ist aber jetzt zum Glück auch nicht so weit. Aber du brauchst hier wirklich Rambi, um halt weiterzukommen, deswegen... Musst du hier auch schütteln und... Okay, ich weiß jetzt nicht, wie, ob da oben noch was war. Ich hoffe einfach mal nicht. Hier unten ist aber auf jeden Fall ein Bonusraum. Oder sowas. Ja, ein Bonusraum. Den müssen wir leider ohne Rambi spielen. Und das scheint jetzt auch nicht so schwer zu sein. Hätte ich nicht sagen dürfen. Obwohl doch, der ging einfach locker easy. Bananen, neuer Rambi. Da oben ist doch was, oder? Das sieht doch so aus. Weg. Das sieht so aus. Naja, wenn wir sterben, können wir da halt nochmal nachgucken. Zack. Oh, Puzzleteil. Okay, gibt nur noch eins. Mal gucken, wo das ist. Vielleicht am Ende oder so, wenn man den Level noch bis mit Rambi zu Ende spielt oder so. Da brauchen wir jetzt auf jeden Fall ja noch das N. Es fehlt auch noch das G. Ja, ne? Gucken, ob hier unten bei den Stacheln immer noch was ist. Wenn man hier alles einsammelt, müsste man doch ein Puzzleteil kriegen. Nein. Nur eine Bananenstaude. Ja, toll. Davon kann ich mir jetzt auch nichts kaufen. Bananenstaude. Ah, jetzt kommt noch ein Speicherschwein. Jetzt kommt ein Speedrun-Abschnitt. Okay. Hoffe mal, dass da oben nichts ist. Hoffe mal, dass da oben nichts... Ah, da ist auf jeden Fall was. Okay. Ich weiß jetzt auch nicht, wie man da mit Rambi hochkommen soll, deswegen... Hoffe jetzt mal einfach mal, dass das letzte Puzzleteil am Ende ist irgendwo. Lass es hier bitte drin sein.
Ja. Und ich krieg immer eine Banane da. Ich krieg immer eine Banane. Immer. KNG abgeschlossen und alle Puzzleteile auch. Das ging jetzt schnell mit Rambi. 4-5 Minuten haben wir hier gebraucht für den Level. Wow. Können wir gleich noch den Endboss machen. Und dann halt uns wahrscheinlich wieder die Extras angucken oder so. Haben jetzt auch den K-Level freigeschalten wieder. Den werden wir dann im nächsten Part spielen. 3B, bombige Bruststätte. Was war denn das für ein Endboss? Ich kann mich an den jetzt gar nicht mehr erinnern. Ach, den haben wir ja mal gesehen, wenn wir schon gestorben sind. Aber darauf habe ich jetzt in dieser Welt fast gar nicht geachtet. Gucken wir mal. Ach, das war dieser Eiertyp. Da, den Tiki haben wir ja mal nur gesehen, wenn wir gestorben sind. Ein Endgegner natürlich noch nicht. Wir fallen plötzlich alle nach unten. Das Ei fällt da in diese goldene Schale rein. Der Tiki hat so, wie nennt man das? Gong-Tiki ist das oder was? Und der fliegt da auch rein in die Schale und aus der Schale kommt plötzlich so ein Vogel raus mit der goldenen Krone. Und wächst und hat da auch noch Bomben drin, also... Ja, gut. Wieder sehr kreativ. Wir können ihn mit den Bomben bewerfen. Und das ist, glaube ich, auch unsere Aufgabe. Stimmt's? War das unsere Aufgabe, ihn mit den Bomben zu bewerfen? Ich glaube, ja. Okay, jetzt wirft er auch schon entzündete Bomben. Ja, gut. Mit denen kann ich jetzt nicht viel anfangen. Yep. Das war unsere Aufgabe. Scheiße, jetzt ist die Comeback. Scheiße. Und es gibt ja wieder irgendwie was mit 9 Stufen oder so. Oh, fuck, Alter. Ah, fuck it, Alter. Ja, wie soll man denn über den rüberspringen eigentlich? Oh, 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 oh. Okay, ist das eine starke oder was? Oh, fuck, das jetzt, war schon die zweite Stufe. Habt ihr das gesehen? Vielleicht. Wenn nicht, werdet ihr es gleich wieder sehen. Da, solche Feuerbomben, die machen noch so einen Schweif auf dem Boden. Ja, das können wir jetzt hier überspringen. Das kennen wir ja schon. Hab ich meinen Monitor bestellt. Ich will die dritte Bombe eigentlich. Zack, Alter. Wait. Jetzt kommt Stufe 2. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon direkt kommt, aber... Jetzt wirft... So, zweiter Treffer. Ich weiß nicht, ob es 6 sind oder 9 oder so. Keinen Plan. Oh, fuck, da müssen wir uns immer ducken. Ting-Bomben, ihr seht. Das sind die Overpowerten. Ja, ducken. Ach komm, gib mir eine Bombe wenigstens richtig hin. Danke. Ach, scheiße. Fuck, 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 fuck. Alter, da hätte ich mich fast selbst gekillt. Ja, komm, jetzt gib mir die. Gib mir eine richtig, okay. Jawohl. Schnell Herz snacken. Danke. Es kommt die letzte Stufe höchstwahrscheinlich. Yo, Alter, das ist natürlich... Komm. Was ist das? Was ist das? Was macht das? Was macht das? Alter, wie ich mich einfach noch retten konnte. Was das einfach mal abgeht hier. Das ist einfach unnormal. Yo, Alter, wie er einfach mal alles kaputt macht. Ja, gut. Alter. Alter. Alter, der Endboss ist echt schon nicht mehr so einfach. Vielleicht schaffen wir jetzt im dritten Versuch hier. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, wie ich mich schützen kann und so. Und der Anfang ist eigentlich auch voll einfach. Zack. Und
Vielleicht. Ah, es wäre lustig gewesen, wenn wir jetzt gleich getroffen hätten können. Treffen hätten können. Getroffen hätten können. Ja, klar. So, zack. Macht der vielleicht schon Sturzflug? Ja, macht er. Achtung, jetzt kommt Stufe 2. Jetzt wirft er schon diese anderen Bomben. Alter, dieses... Ist auch mies. Okay, jetzt kommt noch eine OP-Bombe. Ah, das ist einfach unfair. Yo, das war wieder mehr Glück als Verstand. Das war wieder mehr Glück als Verstand, Leute. Echt. Das war echt gerade so viel Glück. Fuck. Ich gehe einfach mal auf die andere Seite. Ai. Nein. Nein. Mann, wir hätten ihn fast getroffen. Schade. Yo. Nein. Feuerbombe, Achtung. Ja, ist er tot? Nein, aber er hat uns ein Leben gegeben. Das ist immerhin schon etwas. Er rastet nochmal aus hier in der Runde. Ist er jetzt vielleicht gleich tot? Ja, vielleicht. Nein! 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 Das gibt's einfach nicht, dass ich jetzt so inkompetent wieder bin. Und wieder so eine richtige... Okay. Er gibt uns eine richtige Bombe. Okay, das ist auf jeden Fall schon... Nee, nee. Ist nicht dein Ernst. Ja! Ja, wir haben ihn. Mit mehr Glück als Verstand wieder mal geschafft. Er ist plötzlich mega fett, Alter. Hat wahrscheinlich zu viele Bomben gefressen. Jetzt verhauen wir den Tiki noch. Vielleicht habt ihr mein Headset gehört, was hin und her gewackelt ist oder so, keine Ahnung. 20 Treffer, bitte, danke. 22 ist ein Song von Taylor Swift. Immer noch. Habe ich schon, glaube ich, ein paar Mal gebracht. So. Ich würde sagen, wir gucken jetzt trotzdem die Extras an. Die Deoram-Galerie können wir uns auch später dann noch angucken von dem K-Level, den wir jetzt noch nicht geschafft haben. Ich denke mal, für den werde ich dann auch einen ganzen Part brauchen. Jetzt sehen wir auch schon die Höhlen. Die wollte ich mich natürlich jetzt nicht angucken, beziehungsweise da wollen wir uns noch nicht spoilern. Sondern wir gucken uns erstmal die ganzen Extras an, die wir bisher freigeschalten haben. Gibt der dann nur noch die Dioram-Galerie. Also das Diorama, wenn wir dann 3K freischalten. Hab mich gerade gewundert, warum es nicht geht, aber ich habe ja nur A geklickt und nicht A, B. Extras. Bildergalerie. Oh, da haben wir viel. Staxer, ja, diese schönen Scheißviecher. Und die Kolibrum. Ja, die mochte ich ja auch nicht. Käfigbärchen und seine Freunde. Die gehen noch. Sagen wir mal so, die gehen noch. Die Bösewichte haben wir jetzt. Ach, gerade mal die fiese Landkrabbenkuh. Also die gehen ja von der Welt 2 natürlich. Die Welten, da haben wir jetzt noch ein schönes Bild von. Den Ruinen, das sieht natürlich richtig geil aus. Der fette Donkey Kong frisst natürlich erstmal eine Banane. Sieht übelst aus wie Ding Kong. Die... Wie heißt der Typ? King Kong, nicht Ding Kong. Ding Kong, Alter. Wieso da sage ich Ding Kong? Die Kongs. Inselpanorama. Einfach zu genial, das werden wir später noch sehen. Guck mal, da ist einfach mal so ein Donkey Kong, der so eine Wii-Fernbedienung hochhält. Das ist eine. Den werden wir später auch noch sehen. Das ist eigentlich mein Lieblingsbild. Die Dioram-Galerie haben wir halt noch nicht freigeschalten, wie ihr seht. Und bei der Musikgalerie haben wir aber, glaube ich, schon ein paar Titel freigeschalten. Die können wir uns mal geben. Die Musik aus der Ruine, genau, die komplette. Stimmen des Tempels aus Donkey Kong Country Returns. Hören wir mal wieder in jeden Song ein paar Sekunden rein. Ruinen-Hapsodi. So ein schöner Bongo-Level. Und jetzt Mastenschießerei.
weiß gar nicht mehr. Hä, haben wir das gespielt gehabt? Ich weiß es nicht. Ja, stimmt. Und das letzte ist bomberig saftige Beats. So ein freshes funky Metal Intro Kack gedöns. Naja, das soll es auch gewesen sein. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir dann 3K spielen werden und hoffentlich auch schaffen werden, denn es geht unter einer Stunde. Und ich würde sagen, haut rein, Leute, bis zum nächsten Part. Bis dahin und tschüss.